Meinem nächsten Gast schauen wir mal ganz kurz bei der Arbeit zu. Gegenwehr zwecklos. Der Knochenbrecher schafft sie alle. Da lässt sie ihr Schiss. Zack. Schiss muss nun wirklich niemand vor ihm haben, denn Tamahankes Hände können heilen. Ob nun Rindvieh, Katze, ein Mädel. Hund, was bist du denn für ein Mädchen? Reh oder Mensch? Gefragt ist er auf der ganzen Welt. Das ist Chaos, ist das. So ein Beschlag. Wenn ich das sehe, tun mir die Füße selber schon weh. Seine Finger spüren aber auch wirklich jede blockierte Nervenbahn auf. Bei uns ist es kein Wunder. Wir wissen, was wir tun. Und das hilft. Und Schluss. So einfach ist das. Na, ganz so einfach ist es nicht. Aber er wird uns zeigen, wie einfach es ist. Herzlich willkommen, Tamahanken. Hallo. Herzlich willkommen. Immer wieder eine Freude, Ihnen gegenüberzustehen, aber die größere Freude, wenn ich mich wieder setzen darf. Ja. Tamme, wenn wir eine große Wintersportlegende gerade eben hier zu Gast hatten, dann denke ich an Ihren Wintersport. Sie wären doch der ideale Bobfahrer. Schon mal ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe schon immer gedacht, wenn ich die Leute auf dem Bob sehe, das Ding wird wahrscheinlich durchgearbeitet, bis ich hier unten bin. Wo kommen Sie gerade her? Wir haben so ein bisschen eine kleine Auszeit gemacht. Ich bin mit meinem Freund hier auf Tour, Herr Meyerhoff, ist Sattler bei uns mit im Hause. Der sorgt dann natürlich für, dass die Sättel gut sitzen, damit die Arbeit, die ich verrichte am Pferd, auch positiv zu Ende gebracht wird. Denn häufig sind es ja Geschichten, die um und ab ans Pferd gebaut werden, von Menschen handgeschaffene Fehler. Ich möchte unseren Zuschauern, die Tamahanken vielleicht noch nicht kennen, ein paar Informationen geben. Er wird so aus Spaß der Knochenbrecher genannt. Aber wenn man dahinter guckt, ist da große Ernsthaftigkeit dahinter. Knochenbrecher in seinem Land, wo er herkommt, in Ostfriesland, gibt es seit über 500 Jahren. Sein Großvater war Knochenbrecher, sein Urgroßvater. Und das sind die Menschen, die sozusagen ein Fingerspitzengefühl haben bei Tieren und Nerven so fühlen, dass die Tiere wieder einrenken können. Und er ist eigentlich, das darf ich so sagen, der berühmteste Pferdeeinrenker, den wir auf der Welt haben. Und er wird überall gerufen, nach Dubai, nach Peru. Wo gehen die nächsten Reisen hin? Ja, wir haben jetzt mal Afrika auf dem Plan. Oder wollen wir uns natürlich auch nach Möglichkeit sehen, wenn unsere deutschen Jungs gewinnen. Dann wollen wir auch mal ein bisschen Fußball gucken. Also mit anderen Worten, Sie fahren zum Fußball und anschließend renken Sie einen Elefanten ein. Ja, das liegt alles so dicht beieinander, nicht? Was war das größte Tier, was Sie bisher behandelt haben? Ja, also ist ja verschieden, nicht? Wir haben so einen Elefant und so ist natürlich eine Sache, da wird es wahrscheinlich wenig Möglichkeiten, außer die Schwanzpartie zum Einrenken geben, weil das einfach alles zu wuchtig ist. Man merkt es auch bei großen Menschen, wenn die sich einrenken lassen, ist es auch eine Schwierigkeit. Und wenn ich dann so ins Knie von der Frau Kinzhofer sehe, hätte ich mich auch gerne mit beschäftigt, muss ich sagen. Nee, das sind dann so Dinge, da haben wir auch Spaß daran zu helfen. Aber apropos vom Spaß, was war das größte Tier, das Sie behandelt haben? Wir haben Pferde zum Beispiel bis weit über eine Tonne und Bullen auch in dieser Geschichte 1,85 Meter, 86 Stock haben die Tiere. Und das kleinste Tier? Mäuse, Hamster, es kommt eigentlich alles. Sie haben da nicht eine Maus eingerenkt. Jetzt letzten Sonntag war noch so eine kleine Wüstenmaus da. Ich sage, einer muss irgendwo was festhalten, nicht, dass er mir gleich wegkommt. Weil das ist alles so klein, der konnte nicht mehr springen aus seine Hinterläufe und hatte sich die mittlere Zehe verbogen, kann man wohl sagen. Und das haben wir dann wieder korrigiert und jetzt hoffe ich, sind sie alle noch zufrieden. Sie haben einen Pferdehof, da kann man kranke Pferde hinbringen und holt die sich dann gesund wieder ab. Wir probieren das. Es ist unser Ziel, alles gesund zu machen, was kommt. Aber immer gelingt es uns auch nicht, weil oft sind die Tiere schon durch viele Hände gelaufen, die alle ihr Glück versucht haben. Und wenn wir kommen, wir sind immer das letzte Glied in der Kette, kann man wohl sagen. Entweder hopp oder top. Also es sind viele, viele Tiere, wenn die jetzt nicht zu uns kommen können, die einfach zum Schlachter gehen müssen. Und wenn Sie jetzt nicht helfen, dann nehmen Sie auch kein Honorar. So ist es. Wie oft kommt das vor? Wenn man dem Tier nicht mehr helfen kann. Wir haben es gestern in Bad Reichenhall noch gehabt, also ein Fohlen. Hatte eine kleine Lahmheit, aber eine total Verhaltensstörung.
Und schon, wie ich dem Fohlen ins Auge schaute, konnte ich sehen, dass am Gehirn was nicht stimmte. Dann haben wir das Fohlen 2 Runden traben lassen und dann hat es schon gleich einen epileptischen Anfall gekriegt. Ach Gott. Solchen Tieren kann man nicht helfen. Der Schaden dieser Pferdeleute ist ja immens. Alle waren traurig, das ist ja nun mal so. Und für die Mühe, wenn das keinen Erfolg bringt, nehmen wir auch nichts. Ihr Pferdehof scheint eine Art Wellnessabteilung zu haben. Ich habe gelesen und glaub's nicht, dass es bei Ihnen eine Sauna für Pferde gibt? Die Sauna ist schön. Wir haben auch 2 Sitzplätze für die Amazonen. Aber ich dachte für die Pferde. Ja, aber was macht ein Pferd in der Sauna bitte? Also die Idee ist mir gekommen vor gut 15 Jahren. War ich in Lima an der Rennbahn, habe dort Pferde behandelt. Und dann sah ich, wie ein Pferd nach einer Arbeit eine totale Übersäuerung hatte, einen sogenannten Verschlag. Und den stellte man einfach in der Sonne, machte einen Aderlass, kam so 6-7 Liter Blut runter, eine Gartenbrause rüber und dann in der prallen Sonne. Ich habe mir das angeguckt und dachte so mein Ding, ob das wohl hinhaut. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr war dieses Pferd schon wieder mit im Training und lief. Und dann habe ich gesagt, das Klima von Peru kriegen wir in Ostfriesland nicht zugange, also bauen wir das Umfeld so. Und seitdem haben wir mit dieser Sauna viele tolle Dinge geschafft, Entgiftungen und alles wird dort jetzt drin gemacht. Also eine tolle Sache geworden. Jetzt wollen wir Ihnen gerne mal bei der Arbeit zugucken, Tamme. Ich hole jetzt kein Pferd hier herein, aber wir haben einen Redaktionshund. Der ist 7 Jahre alt, ein Berner Sennenhund. Und der hatte vor 3 Jahren einen ziemlichen Anfall. Und zwar hatte der einen Nerv eingeklemmt und konnte sich nur noch schlecht bewegen. Das ist mein Freund Bruno. Bruno, geh mal zu Tamme. Tamme, rufen Sie ihn ruhig. Wenn Sie Bruno sagen, kommt Bruno er sofort. Kommt übernehmen. Der kann auch Plattdeutsch, ich spüre das sofort. Also das ist ein ordentlicher Hund. Das ist ja bei den Hunden wie bei den Menschen nicht. Die größeren, dicken sollten auch die guten sein, hat man mir immer gesagt. Aber hier muss man immer so gucken, bei den Hunden beobachte ich natürlich, wir haben ja samstags nachmittags nach unserer Pferdesprechstunde die Hunde. Hunde, Kaninchen und alles, was kommt. Aber gerade die Hunde haben ihre sogenannten Winterschäden. Das bedeutet, diese kleinen Hunde, wie sie, man hat auch Dackellähme, ist eine klassische Krankheit aus dem Wohlstand der Menschen. Wir vermenschlichen die Tiere. Wir haben irgendwo das Gefühl, wir müssen noch einen umtütern und haben dann den Hund mit dem Bett und dem Sofa und beim Rausspringen bleibt er hier hängen oder da hängen. Oder wie jetzt Sonnabend war ein Dackel rückwärts aus Vaters Fernsehsessel gefallen und hatte den Dackellähme. Da muss man auch die Bandscheibe wieder an Ort und Stelle bringen, dass er wieder die Chance hat, in den nächsten Tagen korrekt zu laufen. Und diese Wohlstandskrankheiten sind auch im Winter. Wir hatten einen strammen Winter und da waren diese großen Hunde so ein bisschen schlecht dran. Denn die Leute kennen das ja nicht mehr, wie ein Hund laufen muss. Wenn der Hund zutritt, müssen die Zehen gleichsam auseinandergehen. Das ist immer unser Sichtfeld, der Hund hat nichts in den Füßen. Denn wenn er in den Füßen einen Schmerz hat, das geht dann natürlich im Rücken, es wird kompensiert, dann kommen die Bandscheibenvorfälle. Das ist also der Anfang des Übels. Und das passiert, wenn der Hund mit Zimmertemperatur aufs Gefrorene kommt. Ich sage immer zu meinen Kunden, schmeiß Lumpi erstmal auf den Rasen in Schnee, das ist weich, dann werden die Füße kalt und wenn die schön runtergekühlt sind, dann spaziert los. Und das hat auch Frucht getragen. Ich muss sagen, viele, viele Hundeleute, die auch geschrieben haben bei uns, haben nach dieser Art und Weise ihren Hund bislang gesund gehalten. Und jetzt untersuchen Sie doch mal Bruno. Jetzt wollen wir mal einfach mit Bruno hier mal rundlaufen. Bruno, zeig mal, wie du laufen kannst. Bruno, geh mal mit. Geh mal mit, Bruno. Bruno, komm mal hin. Geh mal mit. Einmal im Lauf. So. Einmal hin und her. Jetzt sehen wir praktisch, wenn er seine Runde dreht, wie. Ja, Bruno ist, komm. Bruno. Bruno ist überall. Bruno, komm hier. Komm. Bruno. So, jetzt sieht hier. Man deutlich, er hat vorne rechts einmal die Zehe geschlossen und hinten links. Jetzt kommt Bruno mit seinem Härchen. Und. Einmal den Hund festhalten. Aber tun Sie ihm nicht weh. Ich probiere das immer, dass wir den Hund da möglichst schmerzfrei bei. Ist ganz einfach, wenn er mal beißen will, einfach den Finger hinhalten. So, ich gehe jetzt runter und jetzt gucken wir beim Bruno die Innenfüße an. Und hier kann man die Gelenke der Zehen kriegen. So, das war der, der ihn eben gequält hat.
wird die Schulter gelöst. Das sind alles Sachen, die ziemlich schnell gehen. Siehst du, noch einer. Das hat sogar geknackt. Ja, es muss auch, ja, irgendwo kommt hier was, nicht, wenn da was nicht in Ordnung ist. Und so kann man sich vorstellen, wir haben allerdings bei uns in der Reha einen Tisch gemacht, weil so oft kann keiner in die Knie gehen, wie Leute mit Hunden da sind. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie so eine Fliesenlegerkrankheit oder so. Aber es scheint ihm zu gefallen irgendwie. Er wedelt mit dem Schwanz und es geht ihm jetzt besser. Die Hunde spüren im Allgemeinen das sehr gut. Es kommen ja auch die Leute mit ihren Kampfhunden, mit alles an. Und in der Behandlung, ich bin noch nie gebissen worden. Und die Leute kommen da im Allgemeinen auch sehr gut mit klar. Ein Hund ist ja wie sein Besitzer. Wenn wir das nachgehen, sein Charakter färbt ab. Ist der Besitzer gut und ausgeglichen, ist der Hund es auch. Hier passt alles, die Ausgeglichenheit, nur die Figur passt nicht. Also nur damit Sie wissen, mit welchem Hund Sie es zu tun hatten, das war unser Chefredakteur hier, Klaus Krieg, der für Menschen der Woche seit 10 Jahren mit mir daran arbeitet. Und das ist sein Hund. Bitte sagen Sie ihm was Nettes und vielleicht applaudieren Sie mal für den tapferen Hundehalter hier. Das heißt, Sie haben also gesehen, an 2 Pfoten hat der Bruno Probleme gehabt? Sind Unregelmäßigkeiten und das bedeutet schon, er kann nicht abrollen. Ja. Der Hund rollt genauso ab mit dem Fuß wie wir. Und darum ist ein Fuß natürlich für das Ganze A und O, es muss gesund sein. Und die nächsten Monate rennt der jetzt einfach besser? Dem wird nichts mehr jucken, wenn wir uns mal so wird sagen. Wird er vielleicht auch wieder ein bisschen dünner? Ach, das glaube ich nicht. Also das probiere ich ja auch immer nicht. Sagen Sie mal, die Geschichte, stimmt die, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben, dass das eine Kundin von Ihnen war? Ja, das war eine Kundin, war eine smarte Kundin, denke ich noch oft dran zurück. Und dann hier, die kam irgendwo mal aus dem Rheinland. Also ein kleines Auto, ganz klapprigen Hänger. Ich dachte schon immer, wie die das wohl alles geschafft haben. Notfalls kann sie zurückreiten. Und da kam sie mit dem Pferd an, hat das Pferd abgeladen und dann alles hin und her. Und das erste Mal waren auch schöne Lahmheiten und Blockaden zu erkennen. Habe ich das Pferd behandelt, kam auch ins Gespräch, Tasse Kaffee getrunken und so weiter. Prima. Nächstes Wochenende, den Teufel, das Pferd schon wieder lahm, hast du noch nie gehabt. Kommt sie ab, sie lädt es an und so ist es 3-mal passiert. Und dann sage ich so zu meinem Vater, du kriegst dir die Rheinländer an, die kommen doch alle Augenblick mit der Olle Pferd an. Mein Vater dreht seine Mütze immer so zur Seite, was bist du ein Torf? Da geht schon lange nicht mehr ums Pferd, sagt er. Meine Damen und Herren, Tamme Hanken, wann auch immer Sie ihm begegnen, werden Sie viel Freude haben. Tamme, vielen Dank, dass Sie mal wieder zu uns gekommen sind. Alles Gute jetzt auf der Reise nach Südafrika. Vielleicht können Sie ein Fußballspiel sehen. Vielleicht drücken Sie unserer Mannschaft die Daumen. Wir gewinnen, ich bin mir sicher. Und bleiben Sie gesund vor allen Dingen. Das probiere ich. Tamme Hanken. Tschüss, Tamme.